Achso, ja, Ja, machst du den Stream an? der weiß das ganz genau. Also das macht er auch nicht zum ersten Mal. Aber der drückt sich immer davor. Hat's vergessen. Also, der hat vergessen, dich zu fragen wegen den Anmeldekoordinaten, weil er meinte, irgendwie hat sie Vergessen. nicht mehr. Ja. Lassen wir das mal so stehen. Ja, lass mal so stehen. Er meinte dann sogar zu mir, kannst du nicht irgendwie streamen? Ich so, wie denn? Ich bin im SharePlay drin und selbst wenn ich nicht im SharePlay wäre, ich könnte jetzt nicht streamen. Oh, ja, kann ich nicht streamen. Scheiß drauf. Geht das echt nicht? Nee, nee, also ich, auf der PS4 kann man nicht über SharePlay streamen. Ja gut, okay, das ist was anderes. Weiß nicht, wie es bei der 5er ist. Bei dieser Bildschirmübertragung. Stream läuft. Wunderbar. Also, wen haben wir denn hier? Hallo meine lieben Leute. Den Reifen kennt der Matchball 88. Kennst du den auch noch? Ja, natürlich kenne ich den, der Clown. Also ist Steven HSV nicht bei dir im Quali dabei? Steven HSV. Ja, der war im Quali dabei. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wie krass der war. Ich habe das leider jetzt nicht auf dem Schirm. Warte mal, ich Sonst kann kenne mal ich kurz hier gucken. for real niemanden. Ja, kann ich auch nicht, weil ich kann mir kurz durchgehen. Vielleicht ist da irgendjemand dabei, der im Quali vor mir irgendwie krass war oder so. Dann kannst du dich schon vorbereiten mental auf auf den dünnen Pfiff. Gucken wir mal. Also Bapfel, ist der da drinnen? Nee, ne? Warte mal kurz, YouTube. ich muss ja mal mein Auge Ja. aufmachen kurz noch. Das wäre so, jetzt Bapfel, nee, Bapfel habe ich nicht gesehen. YouTube Bapfel, irgendwie so müsste der heißen. Ne. Nee? Ne. Okay, gut. Aber Bapfel, den kennt man, den kennt man. Ah, nee, okay, meine Aufnahme habe ich jetzt nicht vom Call. Ich glaube, ich habe gar nicht aufgenommen. Also Livestream schon, aber jetzt nicht YouTube. Nee, aber auf jeden Fall, Bapfel war krass, Seli war krass. Und bei den anderen, ich bin ja ehrlich, weiß ich gerade nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwelche. Haben die irgendwelche Stände irgendwie, wie irgendwie alles gelaufen ist? Also die Platzierung, Quali und so? Oder haben sie es auch Ich nicht? habe auch noch nichts persönlich bekommen. Ah, okay. Sonst hätte ich schon was gesagt. Ja, dein Arsch. Deine Arschritze. By the way, was mir auch vorhin aufgefallen ist, es gibt eine Liga, die mit fährt, die heißt. Warte, kannst du gleich sagen, wie die heißt? Ganz verrückte Liga. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Irgendwas mit Bier. Was war denn das? Besser mit Bier unterwegs. Besser mit Bier unterwegs, ja. Ja, die Digga, was BMBU. ein. Irgendwie Digga, ist was mir ein schon Name. aufgefallen. Muss ich auch lachen, wo ich das erste Mal gelesen habe. Diese Liga. Gibt auch eine Liga, das ist einfach eine Luxemburg-Liga. Ist Eine ja nicht das einzige Luxemburger. Land, das das hier so ausübt. Ja, trotzdem, krass. Schon krass. Besser mit Bier. Ja, haben sie aber auch faktisch recht? Es ist einfach so. Aber natürlich nicht gut, wenn es gleich in Kanada passiert, dann kracht es komplett. Dann ein bisschen zu viel Bier inhaliert wurde und dann wie geradeaus durchgefahren wird. Ganz schnell Nee, krachen. die haben schon gute Fahrer. Also da haben wir schon bei einigen mal so die Zähne ausgebissen. Unbesiegbar sind sie nicht, aber gut. Dann mache ich, glaube ich, immer wieder so einen Switcher zwischen einem Stream und dem von denen. Pennywise, ich glaube, das ist Weihnachtself. Wer fährt außer Marc? Also, vorhin bin ich gefahren. Quali und erstes Rennen. Quali wurde ich Siebter. Im Rennen Erster. Dann ist Skiller Hero gefahren. In Baku. Bis gerade eben, da wurde er am Ende Sechster. Und jetzt fährt Marc in Kanada. Und danach fährt noch Domi, Leon und Iceman. Also eigentlich die Elite von Liga 1 ist vertreten. Ja. Ich habe aber schon wieder ein Tipps. nächstes Event für euch nächsten Monat. Habe ich schon Oh. gerade gesagt. Nice. Da machen wir dann aber. Das ist zwar ein Team, was wir haben, aber das ist so dumm. Die wollen trotzdem Multiplayer-Cars fahren. Ne? Oh. Aber ich soll zwei Teams pro, also zwei Fahrer pro Stint reinschicken. Ne? Wo dann denkst, ey, die Poxen. Ne? Das ist random, was du da kriegst. Ja. Ja, sagen die halt, ja, müssen wir halt mit leben mit dem Risiko. Da sag ich, ja, Digga, dann mach Oh, doch aus nice. einer Liga zwei Teams. Dann fährt jedes Team, quasi jeder Fahrer für sich alleine, dann ist es doch okay.
Aber steckt es doch nicht als Team zusammen? Ja, gut. Nichtsdestotrotz, ich handhabe jetzt einfach so. Ich mache halt quasi inoffiziell zwei Teams draus. Das heißt, der erste Fahrer ist halt Only Liga 1 und Naja. Fahrer 2 halt Only Liga 2. Damit es halt ein bisschen gerechter ist. Ja. Na gut, wenn das soweit klappt von den Anmeldungen und so, ist natürlich nice, wenn man natürlich zwei Ligen vertreten kann. So ist nicht. Aber das poste ich. Ach, es geht schon los. Oh, Flotte. 70 Runden könnte jetzt so krachen, Das das wird glaubst du er. mir gar nicht. Solange es nicht regnet, ne? Alles cool. Regen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, wenn's Imagine Full Wet, das wäre natürlich, also das wäre, es wäre ein richtiger Bruch, wenn es komplett das ganze Rennwochenende, also das komplette Rennen einfach regnen würde. Das wäre natürlich richtig Arsch. Mein Und Kanada dieser 70 Duke. Runden geht eigentlich schnell. Aber wenn es jetzt wirklich regnet, das zieht sich und oh. Ja, das sieht sich richtig krass. Aber was willst du nur für eine Strategie empfehlen? Weil es zwei Stopp ist ja mindestens. Also Ja, hoffe ich, dass ich ja. einen Stopp durchkriege. Ich würde hart auf jeden Fall nicht anfassen für Kanada. Es lohnt sich nicht, der harte. So, Medium, Medium, Soft, sowas. Ja, würde ich sagen, Medium Soft. Also auf jeden Fall, dass du mit Medium startest, wenn es jetzt trocken bleibt. Ja, und dann nochmal Stimmt. Medium, dann Soft. Scuff Werner, okay, das ist nicht so gut. Und dieser ganz oben, dieser DXRK, der ist krass noch. Der war noch vor mir gewesen. Okay. So ein paar krasse hast du. So. Jetzt sind wir mal Trocken. Es gespannt. ist trocken. Es ist zwar alles Okay, scheiße das. bewölkt, aber es ist trocken. Eine Drei-Stopp? Nee, mach den letzten Softs sind da weg. Oh Gott, oh Gott, 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 Gott. Ja, machen wir den mal weg hier. So, denn. Ups, nein. Natürlich jetzt ein bisschen verteilen, naja. So, so. Oh ja, 20 Runden den anderen. Das wird auch brennen. Na, oder maybe, weil du jetzt auch mit der Einführungsrunde ein paar Prozente bekommst, den ersten Stint ein bisschen früher, also wie Runde 23 oder so, Runde 24, weil der erste Stint ist ja immer ein bisschen mehr Prozente durch das Benzin und so. Ja, stimmt, stimmt. Ja, dass du irgendwie Gut, Safety 23, Car ist halt auch noch 27. so ein Ding, ne? Also. Ja, das darfst du auch nicht vergessen. Ich Ja, lasse das das jetzt sollte einfach nicht. erstmal so stehen. Ja, viel ändern kannst du ja eh nicht. Ah, Sprit, keine Ahnung. Boah, musst du Fett mitnehmen, glaube ich. Ja, wobei, wenn es viele Safety Cars kommen. Erstmal Setup, bevor ich das vergesse. Das wäre absolut krank. Hast du eigentlich im Rennen hier Reifendruck drin? Ja, immer leer, komplett leer die, Ja, im Rennen. gut. Gerade in Kanada. Normalerweise stimmt soweit gut. Setup sieht soweit gut aus sogar. Boah, ja, gucken wir mal, was die anderen machen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob irgendjemand Verrücktes denn irgendwie auf. Also einen harten habe ich noch nicht gesehen. Ja, Hardware verrückt. Matchball 88. Gut, der Das ist Raikön wenigstens unglaublich. auf der 1, dieser DRP auch vor mir. Gut, dann gehen wir jetzt nicht auf den Sack. Den Rest, wie gesagt, kenne ich halt nicht. Nur mal gucken. Ankommen, erstmal die Devise. Warte mal, ich will mal kurz gucken, wo Wenn du soll mal das hier guckst, der los? 3-Stopp ist genauso schnell wie der 2-Stopp. Das ist. Ja, ob das so das Wahre ist, weiß ich nicht. Bin ich dir ehrlich. Der 3-Stopp, meinst du? Ich weiß nicht, ob der 3-Stop so schnell ist wie ein Ja gut, 2-Stop. du hast halt im Zweifel wieder Verkehr, ne? An dem musst du erstmal wieder vorbei und musst Ja, hießen. richtig. Und Batterie ist Richtig. hier auch so ein Thema. Grüße an Ja, Leon. eben. Falls er sich das irgendwann mal reinzieht. True. Sagt Ah, er auch nee, im schon. Rennen, wenn ich nicht blinke, fühle ich mich auch nicht wohl. Hat er einfach die ganze Batterie hinter mir leer gejust. Nur, also, nur damit er blinkt. Ist der blöd. Oh, dem geht's Gut, gar zu seiner nicht. Verteidigung, er wollte von Domi weg. Gut, okay, Ah, okay, gut. aber Aber trotzdem. dann. Ah. Boah, echt Glück gehabt, dass es keinen Regen gibt. Also hätte echt gut sein können. Ich brauche es auch nicht, ehrlicherweise. Ich meine, ich bin jetzt im Naja. Regen jetzt nicht so kacke. Aber hier ist eh schon rutschig, gerade hier erster Sektor.
gerade hier, warte mal, gerade hier Kurve 2 da mit dem Exit immer. Naja. Ja, muss jetzt. Also, das ist auf jeden Fall eine gute Seite. Ich glaube, Innenseite wäre echt Arsch gewesen. Das ist die Außenseite besser. By the way, mir fällt mal so auf, was ich richtig ziehen würde. Gut, würde die Strecke in einem alten Layout noch sein. Dann noch mehr ist die Strecke, die Domi fährt in Singapur, wenn es Full Wet gibt. Dann zieht sich das mal Boah. richtig doll. Die kommen da eh an die 2 Stunden. Ja, Locker. ja. Ja, allein wegen den Safety Cars und so, deswegen. Und dann weiß ich nicht, ob das Spiel wirklich dann oben einfach mal eine Zeit da oben hinsetzt. Weiß ich auch nicht. Ob das Spiel so schlau ist. Ey, Max, tut mir aber echt leid, muss ich sagen. Der Mann, der wird niemals im Leben von 22 bis 0 Uhr fahren. Der wird safe bis 1 Uhr morgens fahren. Der Arme. Gut, lass das aber alles erstmal nochmal pünktlich sein bis dahin, ne? Also, wir haben auch schon einiges erlebt. Ja, gut. Aber dafür, dass es Kanada ist, soll das echt schon lang gehen. Fast 1,5 Stunden. Also bei mir und Felix ging das kürzer. Ich glaube, was mit 70 Minuten? Bei dir sind es, glaube ich, 87. Ja. Ach du Scheiße. Ist wie es Eieiei. ist. Es ist wie es ist. Ich muss hoffen, dass die Kinder das hier mitmachen jetzt. Nicht bei mir Ja. ist. Ja, musst du hoffen. Ja, wird schon. Ich guck mal, ob es mal was geschrieben wurde wegen Start. Ich sehe noch nichts davon. Bin auch so kalt. Ich gehe hier so kalt rein. Ich bin 20 Minuten gefahren oder so. Ja, muss reichen. Nee, noch nicht, noch nichts. Ja, war auch ein Krampf mit Australien gewesen. Wir waren dann irgendwie fertig irgendwann. Dann habe ich kurz gefressen auf Krampf und dann habe ich auch noch mal 10 Minuten in Australien fahren können. Es war richtig ekelhaft, die Na ersten Mal in doch, jetzt Australien geht's zu fahren. los. Jetzt hatte ich schon was dran geschrieben. Na jetzt. Nochmal einen taktischen Lucky machen. Oh doch, er hat einen Haken auf der 11. Auf der 19. Rest vorne M. Hinter mir einer auf Soft. Ja, gut. Soll er dann vorbeiziehen halt. Mir ist ihm auch so aufgefallen, ist es mit Absicht mit dem Mercedes-Helm beim Alfa Romeo? Ich mache mir immer pro Spiel einen Helm. Den benutze ich Ja. dann für egal welches Auto. Ah, okay. Ich dachte, du hast es vergessen. Nee, Finde nee, ich gut. das ist dann schon so beabsichtigt. Na, gut. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Ich tue mich da immer Betriebstemperatur zu schwer, bringen. wenn ich da einen habe, Wir sehen dann uns das bin ich Getriebe damit an, also zufrieden und versuche fahre so damit oft wie einfach. möglich zu schalten. Ja. Same, same, same. Leon Borg. 23.09.04. Okay, der hinter war noch soft, oder ich switch mal kurz in den Stream. Ich versuche mal jetzt ganz fix noch, wenn es angezeigt wird, durch die Korn, wie es mit den Reifen aussieht. Einer auf Hard, der ist auf P11. Der vor dir, nee, das ist hier der hinter dir, das ist Bayern Man auf Soft, P9 auf Soft. Ja gut, die anderen sind jetzt irrelevant, also zwei sind auf Hard hinter dir, das sind auf 11 und 19. Der Rest halt auf Medium und ein paar vereinzelte Soft-Leute. Kein Regen erwartet. Momentan kein Regen erwartet. Ist angekommen. Bestätige. So. Na dann, viel Erfolg dir für den Start. Boah, du musst echt aufpassen mit den Sauber Reifen, die sind geparkt. echt Versuche warm einen hinten. besseren Start hinzulegen als die Fahrer um Ich dich brauche die herum. warm für den Start. Behalte die Na Startampel im Auge. dann. Die Aber dann geht's Startsequenz trotzdem. beginnt, sobald alle.
Leute hier nicht einschlafen. Man merkt dann persönlich das Problem mit der WRF, direkt den WRF gefahren. Ist das so? Ja, dieser Leonbock ist WRF. Nee, ich hab diesen Tiger da angefahren, oder? Nee, das war Leonbock gewesen. Ja, also schon. Freundliches Hallo. Ich muss erstmal jetzt reinkommen. Ja, ja. Ich brauch ein paar Runden. Dann fahren wir hier durch. Ja. Da kommst du auch noch viel zu früh. Ali Uisal. Entweder kann er die Pace nicht mitgehen oder weiß ich nicht. Also das wird mich ja richtig abfucken mit diesem scheiß ABS-Ding da mit dem weißen Rauch. Das ist ja wirklich schlimm. Ja, also, das wird schon mal. Also ich glaube, du musst dir erstmal keine Gedanken um die hintereinander machen, die sind glaube ich nicht deine Pace und so. Wer ist verfügbar? Okay, alles klar. Hinter dir? Nee, war das kalt. Ja. Jetzt hat eine fette Lücke vor mir. Ich glaube, das ist der erste Sieger der Reifen, den ich nicht aufsetzen muss. Oh nee, das ist IGL Reifen, der Probleme hat. Der hat einen fetten Abstand zum ersten. Alter, was machen die hinter dir? Sind die dumm? Hallo. Zusammen sind die in die vorletzte Kurve, also die World of Champions Kurve gefahren. Blöd. Verwarnung? Wenn ich hier nur ansatzweise straffrei hinkomme, ist ja auch richtig krass, wenn du, also wenn du keine Strafe bekommst, dann sollte das Fahrposition für dich einbringen, wenn du über da hinten bist. Raikön hat fette Probleme mit der Zweitposition verloren. Ich glaube, der hat einen, ich weiß nicht, ob der einen Flügelschaden hat. Das sieht mir aber nicht danach aus. Na, ich puste ihn jetzt einfach mal hinterher. Ja, es ist eigentlich das Richtige, was du machen kannst momentan. Ich hoffe, der ganze Passion. Safety Car, Safety Car. Kein Überholung. Gelb, DNF, Bayernmann. Und damit Safety Car Nummer 1 in der World of Champions. Kurz danach.
Ja, naja, reingehen macht ja eh keinen Sinn. Das ist viel zu früh. War das natürlich jetzt ein dämliches Untereier jetzt. So. Ich weiß nicht, ob Igel Raikön maybe reingehen muss. Der ist halt, wie gesagt, fett langsam irgendwie. Ich weiß nicht, ob der einen Flügelschaden hat. Mal gleich sehen, ob der reingeht oder nicht. So, dass er mal fett langsam auf der Strecke. Das ist nur schade jetzt, nach hinten raus. Das war schon wirklich. Ja, ist zwar ärgerlich, aber musst du durch. Und sonst was geteilt. So? Ja. Was ist? Was geteilt? Ein bisschen Smalltalk, mir ist langweilig, was soll ich hier machen? Ja, kann ich ja nicht dafür, dass das Safety geil ist. Also bei mir, soweit nicht so ist, das Rennen war scheiße. Also, das Liga-Rennen war vergleichsweise scheiße. Warst du einen Flügelschaden da? Nee, ich war einfach nur kacke gewesen in den Bedingungen. Irgendwie. Keine Ahnung warum. War nicht Arsch gewesen. Ganz verrückt. Ja. War alles nicht so, wie es sein sollte. Aber auch dieser Jonas, wie krass der denn auf einmal war. Ja, so. War der ist. Voll überraschend gewesen. War voll nervig. Dann so auch, nö. Was ist denn das? Ja, ich hätte jetzt auch in die Pole dann so schützen müssen, für die letzte Woche. Aber, ja. Ich wollte nicht wissen. Ja. Aber ich hätte schon Schlag gehabt, wenn man gesehen. Na, das stimmt. Das stimmt. Ja, bei mir hat einmal reingekracht, dass ich aber viel zu früh rausgefahren bin. Dass die Track Evolution doch krasser war als gedacht. Dann wäre ich auch die 7 damit gebüßt, aber, ja. Na, war noch völlig schlecht. Echt? Okay, ja, bin rot durch die ersten Kurven durch. Und in Sektor 2 habe ich noch einen 10. liegen lassen. Ja. Ach du Scheiße, okay. Also 6er, maybe 5er wäre vielleicht drin gewesen. Boah, krass. Nee, bei mir eine maximal 7er. Also Imola ist nicht so meine Strecke, dass ich so krass harte Zeiten fahren kann. Natürlichermaßen, ich habe dafür auch mal wieder anständig trainiert. So viel, also. Ja. Ja, verkehrt. Verkehrt natürlich. War eigentlich das heftiger rein? Ich denke mal schon jetzt die Sonne. Hast du ein Delay? Ja, ein klein. Ja, ein klein von so 5 Sekunden oder so. 3, 4, 5 Sekunden um den Dreh. Ich bin schon voll mit. Leider nicht. Ja, wobei, bei der Komma mal, wo du jetzt gerade bist. Also sag mir, wenn du aus dem Exit bei der Hanalkurve bist. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Das ist ja ungefähr, wo du bist. Ja. 4 Sekunden. Ja, bringt nichts. Nein, 4 Sekunden. Aufgedeckt. Ja, wird schon, macht ja keinen Stress, versucht einfach dran zu bleiben und deine Position zu verteidigen und dann solltest du erstmal P7 halten, weil ich glaube, hinter diese nicht der Pace. Ja, der wäre voll gespannt.
aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Okay, dann so die Batterie. Ja, so blöd, dass sie alles weglösen. Der ist aktiviert. Das ist halt ganz schön aktiviert. Mitdrücken. DRS ist jetzt ja, ja. Aktiviert. Ist oh. Der neunte hat 3 Sekunden. Ja, sehr schön. Oder man erkennt, wer es macht. Thank you.
Das Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. Ja, das nervt. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Verstehe. Halte das Delta genau im Auge. Ja, nochmal reingemacht. Ja, reingehen. Ja, aber du darfst nicht vergessen, es ist ähnlich wie ein Baku, umso frischer dein Reifen ist und so viel, viel krasser Ich finde, also wenn ich jetzt gehe, muss ich drei Stopp fahren. Ja, nee, guck mal, was die Vordermänner machen. Was die Vordermänner machen. Wenn die reingehen, gehst du auch rein. Ehrlich gesagt. Weil die Autos Risiko eingehen, mit den Plätzen verlieren, beziehungsweise ist die Chance höher, dass die Leute hinter dir das mitmachen. Ja, dann macht es auch. Geh auf Medium. Ja, auf Medium, hätte ich auch gesagt. Okay, einige auf Soft. Viele auf Soft. Ich habe auch Gott sei Dank eine Freie weg. Oh, das ist natürlich geil. Hallo, Fahr! Och, die haben diese Dings aus. Oh. Ah. Oh mein Gott, no way. In welcher Box hast du denn gewesen? Das habe ich nicht gesehen. Ich bin im Mainstream. Oh mein Gott. Dieser Alex vor mich gekommen. Ja, gut, ist nur eine Position. Zwei, wobei IGRI können. Ne, wobei. Ja, der war. Was sind die vorne gegangen, alle? Sind soft. Und dann vorne geht alles soft. Alle sind. Alle, aktuell sind alle, die frisch reingefahren sind, vor dir auf Soft, hinter dir halt auf frischen Harten. Und die hinter dir sind alle auf frischen Mediums. Fast jeder, außer der 13. Alle anderen, die noch draußen sind, sind halt auf alten Medium für alten harten Reifen. Ja, aber ich bin ehrlich, das ist nicht so dumm. Ich muss nur dranbleiben. Ja, es ist so schwierig. Ja, gut, das ist. Ja gut, das wird erstmal ein paar Runden dauern, klar, aber ich glaube, weil die so viel battlen, wirst du da schon da irgendwie schon trotzdem Land gewinnen. Ich denke mal, das war jetzt nicht so eine dumme Entscheidung mit den Medien, bin ich dir ehrlich. Ja, ne, ich fahre die zwei Softs auf und da hinten. Ja, genau. Blöd. Ja, also wir müssen jetzt dreimal Softs fahren, weiß ich nicht. Kann klappen, ja, aber muss nicht. Frage ist nur, bis wohin ziehen. Runde. Also wenn du also kommt auf einmal reich mit 38 und wenn du denn doppelt soft machen willst, dann ja safe, aber wenn du denn einmal soft, dann musst du glaube ich bis Runde 48, also ich weiß nicht, ob du bis Runde 48 das schaffst, die Dingreifen zu fahren, also so einmal soft. Ja, ich weiß, ob du 34 Runden Medium jetzt schaffst. Ja, wie gesagt, wir waren jetzt bei Runde 12 und hatte 15%, kannst ja mal hochrechnen. Gut, es waren halt 12 Runden, zweite Reihe. Also sag mal auf 10 Runden 15%. 15, 15, 30, ja, dann solltest du knapp unter 50% haben. Du wirst halt am Ende zwar eklig. Richtig ekelhaft. Ja, wobei, nee, ich würde Real Talk, ich würde die Doppelsofts machen, weil. Das macht schon einen riesen Unterschied, wenn du in der Box bist und das, also mit frischen Reifen fährst, gerade wenn du frische Softs hast. Und es kommt noch hinzu, die Box ist 16 Sekunden lang, gerade mal. Also, ja, das holt man raus. Ja, deswegen glaube ich, kannst du schon die 3 Stop machen, anstatt 2 Stop. Also das ist irgendwie Runde. Schieß mich tot. Ja, und ab 35 irgendwie. Ja, sogar vorher theoretisch, wenn du Bock hast, so Runde 32, 31 und den Break kannst du schon eigentlich machen. Weil der normale Ding wäre ja, dass du, glaube ich, 20 Runden, meine ich, mit dem Soft gefahren wärst. Ja, kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf der Kurve, senkrampf. Weiß ich nicht, also zwei Stop-Wappen ist in Kurve, glaube ich. Ja, wirst du sehen, wie du mit dem Reifen klarkommst, aber aktuell hätte ich gesagt, dass du so Runde 33, 32 und irgendwie auf Soft reingehst. Alter, wie dumm bin ich.
Ja, diese 55 Runden ohne weitere Sonnenschein. Oh Gott, die Fahrer, die draußen blieben, hin verlieren Fettplatz. Das war eine gute Entscheidung reinzugehen. Auf jeden Fall. Die sind richtig am Aufhalten. Oh Gott, das ist ein Chaos. Wie viele sind denn da vorne noch draußen? Ich sehe es jetzt gerade nicht, aber ich glaube, 5 Leute sind draußen geblieben. Gott. Also 4 mindestens. Ich meine aber 5. Ja, man merkt es richtig. Ja, musste mitmachen. Ach, leider. Ja. Und was macht ihr davon? Oh mein Gott, was machen die? Oh. Okay, alles gut. Ach du Scheiße. Oh, schöne Kamera, die auf dich gezeigt wird, geil. Die Elitären. Wichtig. Ich habe bis jetzt noch 3 andere Klaus. Das war einer, der da noch. Ja, war einer. Ja, war einer davon. Jetzt ist noch 3. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3/10 zurück. Trotzdem die ersten beiden weg. Bitte? Die ersten beiden sind schon voll weg. Ja. Nicht krass. Ja, der hat Glück gehabt, dass die hat nicht so krass Verkehr. Oh, Raikön mit 3 Sekunden. Der ist 3 Plätze vor dir. Digga, ja, mach doch. Mach doch nicht den. Mach dir nicht so weit die Tür auf und dann mach er sie zu. Na, ja, hab's gesehen. Aber alles gut soweit. Sind wir auch die Atzen. Ja, okay, das ist sehr gut. Hier sind auch die Atzen vor dir, die noch in die Box müssen. Und dazu sind 3 Atzen vor dir, die 3 Sekunden haben.
Achtung! Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Dann Batterie lädt schon auf. Virtuelle Safety Car Phase schon. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Komm. Ich will da die Reifen, ich kann da nicht sagen, wer vor dir irgendwie Kackreifen hat oder so. Alle um mich herum haben jetzt zumindest nur gesehen. Ich habe auch kein DRS, das ist da kein Problem. Ja. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 2,2 Sekunden. Das war der Fehler. Das war natürlich sehr gut. Viel langsam können. Ja. Oh, jetzt sehe ich endlich die Reifen. Der Vorder hat 15 Runden alte Mediums, also eckige Mediums. Der siebte hat noch 17 Runden alte harte. Alle anderen haben die gleichen Reifen, beziehungsweise Top 6 hat alle Softs.
Das sind die ganzen Leute vor dir. Das sind alle Leute vor dir. Damit die zwei vor dir haben. Fett alte Reifen. Das hab ich gesehen im Stream. So scheiße. Das hat man gesehen im Stream. Das ist blöd. Der Arme. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Dumm. Ja, es war jetzt Arsch, aber damit bist du auch Ausgleich bei den anderen. Ich hab gesagt, aktuell so in 5 Runden oder so kannst du dann den ersten Stop soft machen. Mhm.
vorne fährt, safe niedriger als diese. Naja, kann ich mir nicht vorstellen. Hey, Laura, lass das bitte. Ja, das nervt. Sind noch viele Strafe? Ja, also vor dir haben drei Leute noch Strafe. Bei den Verwarnungen weiß ich halt nicht, wie das da aussieht. Das sehen sie halt nicht. Aber ich denke mal, einige werden auf Fokus von der Strafe sein, die vor dir sind. Und die hat fast jeder eigentlich eine Strafe außer drei. Dein Vordermann verschafft sich immer mehr Vorsprung und hängt uns allmählich ab. Oh Gott, da musst du jetzt echt aufpassen. Der Weg ist jetzt die Runde oder die nächste? Im Optimalfall. Vielleicht mal kurz, wo du rauskommen würdest. Ja, hinter dem Pult wahrscheinlich. So oder ja, so. Ja, ne, hinter dem Matchball würdest du rauskommen. Vor 7 HSV. Ich fahre noch eine. Ja. Okay, wir
können dich diese Runde reinholen. Ja, da steht halt auch in den Stellen, was für die zwei Aktionen da gibt, ne? Ja. Ich habe jetzt schon mal ein dickes Song da. Los, gib Gas! Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Mit Clown. Du bist ja direkt hinter dem Arsch. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Das Safety Car ist draußen. Nein. Der vor mir ist ausgeschieden. No, ja. Oh mein Gott. Das ist so ein Joke. Das kannst du dir nicht ausdenken. Boah, ist das ärgerlich. Ja gut, also ich komme trotzdem an der ganzen Pult von mir vorbei wahrscheinlich. Ja, ja, gut, aber, das stimmt. Aber trotzdem. Das ist trotzdem so dumm. Ja, wobei, wenn du Glück hast, vielleicht wäre das doch so ganz gut. Jetzt wird es halt fett Verkehr, glaube ich, geben, so um den Dreh vielleicht. Ja, wobei, du warst, doch, da waren einige Leute, wo du warst. Der Gelbe ist auf welchem Platz da vorne? Der Langrahmen, warte mal, okay, das langsamer ist... Langsamer soll das sein? Dein Delta ist negativ, du bist schnell. Verringere dein Tempo. Und da ist ein gelber Punkt raus. Ja, aber ich sehe sie gerade nicht auf. Normalerweise wird der Punkt ja auch an der Seite angezeigt. Aber fahren nicht alle in die Box. Ich glaube, das ist Phantom Driver. Kann ich das Delta mal entscheiden? Ja, das ist Phantom Driver, der ist auf zwei Runden alten Mediums. Ach da, ja, siehst du, guck mal. War sogar ganz okay. Ja, da vorne hat er 6 Sekunden. Ja. Ja, was natürlich ärgerlich ist, wärst du die ganze Zeit auf Soft gefahren gewesen und wärst jetzt auf Medium, dann hättest du dabei durchfahren auf Medium, wäre auch. War schon krank. Ja, wäre Arsch gewesen, aber mein... Achso, übrigens, ich will einen kleinen Call geben. Platz 2 ist auf Hard, Platz 5 auf Medium. Der Rest, 6 und 7, sind auf alten Mediums. Also die Mediums sind 3 Runden alt. Also alt in Anführungszeichen, das sind die beiden vor dir. Der fällt einer in die Box. Ich weiß, wer das ist. Oh, der auf Hard. Okay. Ja, muss ich... Ja, gut. Ja, wie gesagt, ansonsten hinter dir sind alle auf frischen Reifen, Medium und Soft gemischt. Boah, Halbzeit. Ich
gerade meine Uhrzeit für mich? Uhrzeit 17.10 Uhr. Das kann jetzt lustig werden. Ja. Die beiden Formen muss ich eigentlich kriegen. Die haben ältere Reifen, ja. Da vorne hat er sogar 6, sehe ich jetzt auch gerade nochmal hier. Oh, hinter die haben. LOL. Oh mein Gott, der in die Box reingefahren ist, der zweite war, der vorne war, ja, der ist nicht in die Box gefahren, weil er irgendwie einen Fehler gemacht hatte, irgendwie wegen Flügelschaden oder weil er falschen Reifen hatte, sondern Durchfahrtsstrafe, und er dachte, dass man die Durchfahrtsstrafe beim Safety Car absetzen kann. Und er hat eine Durchfahrtsstrafe immer noch, ist der blöd. Matchboy auch noch Durchfahrtsstrafe. Boah, verrückt, was da abgeht. Verrückt. Von 1 bis 5 hat keiner Strafe. Doch, der erste hat 3, der zweite hat 3, der vierte hat 3. Oh ja, gut, das geht auch noch. Wir sind ja hier wild miteinander. Ja. Thank you.
Ich habe einen Lenker schon gesehen. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Egal, ja, weitermachen. Wird noch was kommen von den anderen. Nicht lenken. Start, Mark. Gott. Ja, danke schön, ich hab lieb. Wo ist wieder hinter mir? Weiß es nicht. Wartet. Schön. Dein Vordermann hängt sich allmählich ab. Hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Okay, Abstand zum Auto vor dir. 3,3 Sekunden. Aber könnt ihr dann bitte in den Spiel gehen? Okay, mach dir keine Sorgen wegen des Schadens. Ich habe ein paar Strategieoptionen. Was für ein Schaden? Check mal deine MFA. Schaden? Ist das ein Schaden? Keine Ahnung. Bestätige.
Ja, wenn du jetzt nichts merkst davon. Ja, merke ich dann. Ja, dann mache ich trotzdem volles aber auf meinen beim Flügel reparieren. Nicht, dass es gleich gemacht wird, wenn du in der Box gehst. Nee, das nennt ja auch nicht gefangen. Ja, das ist Arsch für den Körper immer. Dafür fahren jetzt nicht die Sterne mal scheiße. Nur so die paar Meter, die mich retten. Anna, nein. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,2 Sekunden. Wenn ich den letzten Jungs, ich hab meinen Foster. Aua. Willst du mit dir mal bitte spielen? Ich hab auch nicht mehr lange. Ich weiß. Du verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Ich hab das nicht gekauft. Das ist doch voll gut, Scheiße. Das hast du Scheiße? Der Softfahrer ist durch, hab ich gesagt. Achso. Der wird nicht sagen. Er hat nur einen Runden frischere Reifen als du. Vielleicht geht das sogar noch. Ich habe jetzt keine Batterie, um mich da jetzt groß wegzukriegen. Ja. Guckst du dir an, wie der used? Ja. Wie viel Prozent hast du nur noch? Weiß ich. Abstand zum Vordermann beträgt 3,5 Sekunden. Alles, was er sich rausgelöst hat, er Ich bin jetzt wieder runtergekommen.
Was macht er denn? Der fährt ja voll langsam. Wie fühlen sich die Softs an? Wirklich? Ja, okay. Gut. Weiß, dass Kanada schwierig ist mit Zeitstrafen und so, aber ich komme bei uns auch ohne Zeitstrafen rum. Ja, 100% klar, immer noch mal gedanklich müssen. Ja. Sein Vordermann verschafft sich immer mehr Vorsprung und hängt uns allmählich ab. Du hast etwas Zeit gegen das Auto hinter dir verloren. Hinter mir wäre das also 17, jetzt wird er mal vertrinkt angezogen. Eine Runde Abstand. Lol, bei uns aber auch. Lol, 42 Sekunden Vorsprung. Krass, Marc, stark. Sehr schön. Wie gefällt dir, du hinlegst. 42 Sekunden Abstand. Weichen Reifen weiterfahren. Dann fahren wir. Ja, küsst du das wird so krachen. Ist diese Runde rein? Ich würde noch eine Runde warten.
und eine gute Inlap. Das ist dann auch so. Wow. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung wird das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. Achtung, Achtung, das virtuelle Safety Car ist draußen. Geschwindigkeit verringern und positives Delta beibehalten. Tut mir leid, aber mach dir keinen Stress. Ja, sonst bin ich nicht so. Na gut, dass meine Zeitstrafe passiert, gut. Wenn die zwei Aktionen da. VSC endet, gleich kommt die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Ja, ich hab mal Durchfahrtsstrafe. Toll. Durchfahrtsstrafe, du hast eine Durchfahrtsstrafe. Ach, komplett. Das ist doch komplett. Ach ja, jetzt habe ich mich wieder verordnet. Ich bin heute aber auch nicht da. Ist das demütigend? Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 12,0 Sekunden. Jetzt brauche ich nochmal einen riesen Safety Car. Ja, Safety Car wäre echt, echt, echt rettend. Der Funke für den Rad ist dort mit Sicherheit, oder? Oder? Ja, Top 10 halt, ne? Aber alles andere da? Ich denke nicht. Okay. Ja, warum nicht? Ja. So sonst noch.
Grip ist ja in Sahne. Ah, safe. Baut einen Unfall, haut euch weg. Sekunden? Das ist Matchball, was macht denn der? Dem jetzt gar nicht gut. Er war nicht mal 10 km hat sich schnell. Ja. Immerhin 13. Immerhin. War trotzdem nicht das, was ich wollte. Ja, klar, verständlich. Ich verstehe. Thank you.
Und noch, hat noch einen neuen Song. Ja. Hast du vor, noch mal reinzugehen? Ja, nur wenn Töpfe da kommt, hat den schon da drin. Also, ja, gut. Und dafür müssen wir uns. Jetzt lohnt sich halt schon weg. Ja, gut, ne, ne. Haben wir am Montag noch nicht, oder? Ich bin ehrlich, ich weiß es gerade nicht. Ich gucke mal. Ja, da habe ich eine Liste geschrieben. Anblick an die Nachrichten. Na, wo ist er? So, jetzt kommt er. UK. Wieder ein schöner. Matchball bei 17. Matchball. Die Clownsnase. Zum vorausfahrenden Auto 8,0 Sekunden. Den Vordermann krieg ich noch. Ja. Jetzt, was ist denn? Oh mein Gott, da gab es einen Unfall oder so. Ich weiß nicht, ob jemand einen Flügelschaden hat. Ich kann sein, dass es sogar da vorne ist. Oder ja, ist. Nein, der ist so direkt vor dir. Nee, das ist er nicht. Das war 4-5 Plätze vor dir. Ja.
was habt ihr denn jetzt gemacht? Eine Weiche nicht in der Nachricht nicht finden. Na, warum? Okay. Ja. Es ist nervig manchmal. Schreierei. Ja, dann, ja, für zwei Stunden ist es eine Ruhe. Gerade wenn die Kinder hier sind. An Kohle, was die an Kohle fressen? Ja, Kohle fressen Kinder ganz viel. Der Berge hinter mir ist mehr. Ja, leicht, aber. Komm, baut einen Unfall da! Jetzt noch ein bisschen, was das ist. Dein Hintermann holt 5/10 pro Runde auf dich. Komm, da hat jemand einen fetten Fehler gehabt. Da knirkelt's komplett. Ja, das riecht euch. Ich muss das Knirkel mal mitnehmen. Komm, dann muss noch was passieren. Ja, wirklich, der Erstplatzierte ist einfach 60 Sekunden vor dem zweiten, Alter. Ich kann's auch nicht ausdenken. Man muss auch sagen, der ist einfach komplett 17 Runden auf Medien. Ja, wir sind einfach schlecht. Warum? Ja, ich meine, es ist halt komplett. Dann machen wir auch nicht. Jetzt wenn wir die frischesten Software entdecken, dann machen wir das nicht. Also IGL haben wir noch nicht. Ja, der IGL ist so krass. IGL ist so krass. Doch hinter dir, irgendwo. Oder nächstes überrundeter? Ja, war vorne, das muss ich nicht. Ja. Das drückt der an. Aber vergiss
Wie früh bremst der? Ja, krass komplett. Na, fahrt doch. Eine halbe Sekunde in der Schikane verloren. Oh, eine Haarnase, ne? Das ist nicht mehr erinnern. Ja, der lässt doch knapp. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Halt nicht viel. Die erreichen mich nur auf dem Film. Ja, der ist nicht so krass. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. Keine Ahnung, der ist nicht so krass. 10,7 Sekunden. Und jetzt hört sich aus dem Regen. Schnell. Und noch dann ist der wieder ab. Dann bist du denn direkt durch. Ja, immerhin. Eins, zwei, drei, vier. Immerhin P12. Immer nicht schätze. Ja, wäre mehr drin gewesen, aber ja, uns. Alter, das wird nicht verlaufen. Schade, okay, das kann die Marshall alles rechtzeitig wegräumen. Ah ja, das hier, dann machst du es. Oh, nein, ey. Ja, gut, aber ich bin nicht verstanden. Ja, aber. Eieiei. Alter, fahr weiter. Ja, dicke Sorry meinerseits, also, da ist so viel mehr drin. Wir haben unsere Vorgaben nicht ganz erreicht, aber wir kämpfen. Ich kann eigentlich auch mehr. Alles gut, also klar ist ärgerlich für dich, safe, aber das ist jetzt nicht der Weltuntergang.
Alles gut, alles gut. Ah, hier, Punktestände. Wir waren... Dritter mit 2 Punkten hinter dem ersten, 1 Punkt hinter dem zweiten. Ja, das habe ich jetzt voll versaut. Das ist gut. Im Stream bei denen soll der aktuelle Zwischenstand laufen. Ja. So, ist Domi da? Der Clown? Keine Ahnung. Ich mach mal Stream aus. Ja.